So, herzlich willkommen zur Mittwochsmotivation, während im Hintergrund hier schon das nächste Podcast-Interview noch im Upload ist. Man hört, glaube ich, sogar den Lüfter vom Laptop rauschen. Hier habe ich einen kleinen Impuls, Mittwochsmotivation, und zwar aufgrund der aktuellen Situation, die wir ja haben, wie ich es im Gespräch oder im Interview mit dem Ulf ja auch besprochen habe, diese spannende Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ja, da habe ich letzte Woche einen interessanten Facebook-Post gelesen. Der Mob äußert sich zum Kurzarbeitergeld, wie auch immer. Und da wird dann das ganze Land verflucht. Man bekäme ja nur 67%, ich weiß gar nicht, ob vom Brutto oder vom Netto, als Selbstständiger und momentan ohne Umsatz und somit ohne Einkommen habe ich weder Arbeit noch habe ich quasi unterm Strich etwas auf dem Konto, und dann wird sich darüber beschwert, dass man für nichts tun momentan 67% bekommt, das heißt 33% weniger. Seid doch froh, dass ihr überhaupt etwas habt. Und ja, momentan viele Geschäfte haben zu, man kann auch wenig konsumieren, also kann man auch wenig ausgeben. Und was ist da der damit verbundene Impuls? Einfach mal dankbar zu sein für das, was gerade ist. Wir leben in Deutschland, wir haben hier keinen Krieg, wir haben momentan ein paar Einschränkungen und wir haben alles verfügbar. Ich war sogar heute Mittag einmal einkaufen gewesen. Und habe sogar mehr mitbringen können, wie auf dem Einkaufszettel steht. Und von daher einfach mal dankbar sein für das, was gerade ist. Und schreibt doch einfach mal unten rein in die Kommentare hier, wenn du das Ganze dir bei YouTube anschaust, einfach mal unten reinschreiben, für was du dankbar bist. Und freue ich mich drauf. Und wenn du das Ganze als Podcast gehört hast, dann mach dir einfach ein paar Notizen am Abend, bevor du dich schlafen legst. Suche 3 Punkte von deinem Tag, für die du dankbar bist. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss.